Hallo ihr Lieben, wieder mal befinden wir uns natürlich am Wasser. Was ist das hier für ein Wasser? Das sind die Ausläufer des Trollforsen. Stromschnellen, Wasserfälle, wie auch immer, zu Deutsch Trollwasserfälle. Trolle habe ich auch noch immer keine gesehen. Nee. Aber ich zeige euch mal kurz, wie das da hinten aussieht. Genau. Da geht noch eine Hängebrücke drüber. Sehr idyllisch hier. Und hier werden wir auch die Nacht verbringen. Hier ist nicht auf dem Felsen hier, aber hier vorne ein paar Meter weiter, da kann man gut im Auto stehen und da werden wir die Nacht verbringen. Wie geht's uns? Gut, heute war es ein bisschen anstrengend, weil ich habe auf dem letzten Campingplatz in Jokkmokk etwas vergessen und musste wieder 80, fast nur 100 Kilometer wieder zurückfahren. Und so saß ich 3 Stunden im Auto, war ja so gar nicht geplant. Aber so ist halt im Reisen oder wenn man nicht alles im Kopf hat, dann hat man es halt im Gaspedal. Dem Dicken, dem geht es auch gut. Dem ist ein bisschen warm, weil es scheint schon wieder die Sonne. 27 Grad sind es bestimmt und ganz schön warm, gerade hier im Windschatten. Ihr habt festgestellt vielleicht, ich sagte von Jokkmokk, genau, ich habe mich entschieden, dass ich nicht weiter nach Norden fahre, sondern nach Süden. Wir sind jetzt hier ca. 70, 80 Kilometer südlich von Jokkmokk und werden uns jetzt ganz gemütlich hier weiter Richtung Süden bewegen, sind allerdings natürlich immer noch in Lappland. In diesem Sinne, bis später, tschüss.